Und? So, dann hätten wir noch jemand aus Lech, gell? Wer spricht Hallo? Denn? Hallo? Hallo, wen haben wir denn? Ja, der Konrad vom Lech. Was machst du heute noch am Faschingsdienstag? Ja, ich würde heute mal wild tun. Jetzt gehe ich mal das Nachtessen, mal ja den Stall noch fertig machen. Mhm. Ein Landwirt in dem Fall. Ich werde jetzt Nachtessen. Mhm. Und dann schauen wir da vielleicht ein Fasching an, das ist sehr wichtig. Dort gibt es etwas zum Lachen. Und danach, wenn ich nicht zu müde bin, dann gehe ich vielleicht noch ein Bierchen trinken. Auf jeden Fall möchte ich meinen Arbeitskollegen vom Klostertal, vom Pizza Sepp und Maringer, Martin Esler und der Schranz, die heute Mittag schon angefangen haben, da ein bisschen Kehraus machen, möchte ich einen schönen Kehraus wünschen. Und ich soll schauen, dass sie morgen, wenn der Bauhof wieder startet, dass sie fit sind. Es soll geschaffen kommen, gell? Ja, und der Pistenwalzerfahrer, die am Lächeln und viel Arbeit haben, dass sie morgen gestern eine schöne Piste haben, wünsche ich auch einen schönen Kehraus. Mhm. Und zuletzt meinen Buben, Matthias und Johannes, und meinen Freunden von der Drachenklappe in Lech, wo ich selber auch aktiv bin, wünsche ich für die nächste Woche viel Kraft und Erfolg für das Festkonzert. Ja. Ja, und alle, die mich mögen, kennen und nicht mögen, dann wünsche ich auch einen schönen Kehraus, gesund und brav bleiben. Sehr schön, das war jetzt und viel. Und euch natürlich auch, gell? Dankeschön. Danke. Was können wir denn für dich spielen? Oder für euch ja, alle? Der Klostertaler, weil sie schon Klostertaler sind, die haben jetzt im Bauhof da schon die Mehrheit. Von der Klostertal irgend etwas. Du musst ein Engel sein. Ja, genau. Da kann jeder mitsingen. Ob es denn Engel mit B, oder? Genau. Gerade am Faschingsdienstag. Ich wünsche auch noch einen schönen Kehraus und eine schöne Nacht noch. Dankeschön. Schönen Abend. Ciao. Danke, gute Nacht. Das Radio Vorarlberg Fasnachtgrenzle am Faschingsdienstag. Mitverkopfer, Niederkopfer! Mit Patricia Lippburger und Thomas Haschberger. Zeit.